Willkommen zu «Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast heute ist der Georg Hässler, Bundeshausredakteur von der Neuen Zürich Zeitung. Mit ihm rede ich natürlich über die Wahlen vom letzten Sonntag, Gewinner, Verlierer. Was passiert in den nächsten 4 Jahren? Was ist seine Analyse? Das wollte ich wissen. Und weil er Spezialist ist für Sicherheitspolitik, Geopolitik, müssen wir auch unbedingt über den Konflikt im Nahen Osten reden. Vielleicht über die Hintergründe und was sie für die Schweiz könnten bedeuten. Dazu nehmen wir ein Glas Ivorn aus dem Kanton Watt. Der Georg ist ein eingefleischter Berner. Also für dich ist es ein bisschen ehemaliges Untertanengebiet, oder? Tut das noch weh in der bernischen Seele? Das ist der bernische Sehnsuchtsort. Oder? Und mit Ivorn verbinde ich natürlich auch eine Geschichte aus dem Militär. Da hat es eine Festung hinter dem Rebberg gehabt. Und das ist möglicherweise die schönste Artilleriefestung von der Schweiz. Und das Kommandantenzimmer hat es so wie da im Däfer an der Wand gehabt, ja. Und eine Badwanne für den Kommandant. Und die Artilleriefestung, also die hat wahrscheinlich irgendwie in Savoie über, hat man können Savoie zurückgerollen? Nein, es ist auf die Ebene da, hinter Villeneuve, natürlich die Kanonen gerichtet. Aha, ja, die grosse, okay. Simplonachs, sozusagen. Okay. Wunderbar. Merci und, für den Besuch und zum Wohl. Wir nehmen die Sendung auf am Dienstagmorgen. 2 Tage. Gewinner SVP, Verlierer Grüne, Verschiebungen in der Mitte, FDP, SP, die ein bisschen zuleiht. Die grosse Frage, ist es ein Rechtsrutsch? Oder was ist genau passiert? Ja, viele Medien sagen, ja, Rechtsrutsch, und jetzt wird's, viele von unseren, jetzt nicht ganz so liberalen Freunden sagen, jetzt wird's ganz schlimm, die 4 Jahre. Ich glaube, es ist einfach eine Konsolidierung von politischen Willen von den Bürgerinnen und Bürgern. Die SVP hat gut gemacht, was sie verloren hat, mehr oder weniger, ist in dem Band, wo sie quasi ihr Potenzial hat, einfach ein bisschen drüber. Ich glaube, der Sitz in Bern, der tut jetzt aus freisinniger Sicht tut der weh. Die FDP verloren hat, ja. Die FDP verloren hat. Die Grünen haben das, was sie viel zu viel gewonnen haben, das ist jetzt wieder weg. Klimakleber haben ihnen ganz offensichtlich nicht geholfen. Dort hat es nicht geholfen, dass sie sich auch nicht klar distanziert haben. Sie haben auch nicht wirklich Klimapolitik gemacht, würde ich sagen. Das hat zum Beispiel die SP einfach besser gemacht, oder? Roger Normann, man muss ihn halt nicht teilen, aber Roger Normann hat im August ein Buch publiziert, wo er drinnen formuliert hat, wie Energiepolitik und Klimapolitik aus sozialdemokratischer Sicht könnte funktionieren. Da kann man dagegen sein oder nicht, aber von den Grünen ist ausser irgendwie weise Wort und Alarmismus gar nicht gekommen. Ja, und das Verbrennerverbot 2025, ja, und Netto, ja, 0,20. Und eben mit dem Roger Normann. Die sagen ja immer Steinzeit, oder? Und nicht Fleisch essen und einfach alles, was Freude macht, verbieten und so. Also, das Schrott wieder. So eine Art, oder so eine neue Form von Protestantismus, ja. So ein bisschen Bilder- und Tanzverbot. So weit würde ich gar nicht. Aber ich habe mit dem Roger Normann habe ich da an diesem Tisch auch eine halbe Stunde drüber geredet, oder? Es ist eben interessant. Mhm. Und ich glaube schon, die SP hat ja, ausser jetzt das Buch, hat sie eigentlich keine Klimapolitik gross gemacht. Sie hat auf Kaufkraft gesetzt, auf ein Thema, wo man dann auf alle verschiedenen Bereiche anwenden kann, sowohl Altersvorsorge wie Gesundheitskosten und so. Hast du das Gefühl, das ist der Grund, dass sie gewonnen haben? Oder ist es einfach ein natürlicher Zurückkommen von Wählern, die vor 4 Jahren vielleicht bei den Grünen waren? Ich glaube, es sind vielleicht 3 bis 4 Faktoren. Der erste Faktor ist eindeutig, dass sie auf Kaufkraft gesetzt haben, etwas, das man wirklich spürt. Das ist ein Thema, wo man nicht einfach wegdiskutieren kann. Der Franken, den man verdient, hat weniger Wert, von den Energiepreisen bis zur Miete und so weiter. Und das hat natürlich auch mit der sozialdemokratischen schlechten Energiepolitik zu tun. Würden wir jetzt sagen. Aber selbstverständlich, sie haben auf ein Thema gesetzt, das tatsächlich den Leuten unter den Nägeln brennt, sogar den Bürgerlichen unter den Nägeln brennt. Denn eben, ich würde wirklich sagen, Klimapolitik haben sie einen Leistungsausweis, und zwar über die ganze Zeit, die Grünen eigentlich nicht, weil sie eigentlich nicht wirklich bewegt haben. Dann würde ich auch sagen, hat die SP natürlich als sozialdemokratische Traditionspartei in der Krisenzeit, in der wir drin sind, ist es sicher wert. Es ist eine Bundesratspartei. Und der 4. Faktor, das ist so einer im spürigen Bereich, die SP, also ich sage dem das Konzept Konterbund. Man kann Leninistin sein in der SP, aber man kann auch Unternehmer sein. Und es ist alles die gleiche Partei. Man betont zwar manchmal die Unterschiede, aber wenn es darum geht, Wahlen zu gewinnen oder vorwärts zu machen, dann ist man eine Partei und eine Idee. Und das machen sie eindeutig besser als zum Beispiel die FDP. Auf das hätte ich auch wollen kommen. Das ist ja, das bringt uns Liberale ein bisschen den Neid, steigt uns auf, weil
Du hast jetzt etwas nicht erwähnt, weil oben stimmen jetzt auch alle gleich ab dann. Mhm. Egal, ob sie eben einen unternehmerischen Hintergrund haben. Das ist unsere Innensicht, natürlich. Oder? Also als Wählerinnen und Wähler natürlich. Und eben die FDP kann das nicht. Nein. Jetzt müssen wir in dem Fall, gerade wenn du ansprichst, über die FDP reden. Was ist schiefgelaufen? Also, der Freisinn ist nach wie vor eine Bewegung, aber es ist eine geschrumpfte Bewegung. Und es ist eigentlich normal, dass der Freisinn immer Flügel gehabt hat. Es gibt einen Staatsfreisinn, also Stil Bellinzona oder Stil Bern. Es gibt einen sehr liberalen Freisinn, Stil Lugano. Das Tessin ist dort sehr ausgeprägt. Oder es gibt den Waadtländer-Freisinn. Und das ist die Stärke von der Partei, weil es eine Bewegung ist, weil es eigentlich die Schweiz-Bewegung ist. Jetzt ist aber die Partei dermassen geschrumpft, dass die Flügel einfach auch ein bisschen kleiner geworden sind, auch ein bisschen Flügel geworden sind. Und wenn die natürlich vor allem die Flügelkämpfe im Vordergrund stehen, gerade hier im Kanton Bern, und man vor allem streitet und Unterschiede innerhalb der Partei betont, dann ist es einfach relativ schwierig zu verstehen, was will die FDP genau. Und das Thema ist ein hervorragender Präsident. Hervorragend gewählt haben? Also man hat da eine Bestätigung bekommen? Er ist einer, der schwingfest geht, er ist einer, der die Leute spürt, ist aber auch nicht gescheiden und hat Themen können setzen. Aber an der Basis sind die Themen nicht umgesetzt worden. Oder? Schon in der Fraktion? Schon in der Fraktion. Einfach ein Beispiel, das mich wirklich beschäftigt hat, ist, es war Thierry Burkhardt seine Idee, den Militärausgaben auf 1% BIP aufzusetzen bis 2030. Er hat ein paar richtige Forderungen gestellt, unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Aber dort an der Basis hat man das dann wieder ein bisschen verwässert. Und ein Nationalrat durfte sagen, eine Veranstaltung, ja, 80-20 längt. Und 80-20 ist aus liberaler Sicht einfach keine Lösung. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Es ist eine öffentliche. Dann können wir auch sagen, es ist der Beat Walter. Es war der Beat Walter. Ja. Ehemaliger Fraktionschef, geht eigentlich nicht. 80-20 ist keine liberale Haltung. Eine liberale Haltung ist immer aufs Maximum gehen. Auch wenn man natürlich jetzt in dieser Frage aus liberaler Sicht so ein Herz in der Brust hat, oder? Finanzpolitische Tugend ist eben so wichtig mit wie die Sicherheit. Mit der Bundesrätin Keller-Sutter. Ja, absolut, absolut. Also. Aber wenn man eine Idee hat, dann muss man bis zum Ende dafür kämpfen und vielleicht auch lernen verlieren. Ich glaube, der Freisinn muss auch mit seinen Themen lernen verlieren. Das macht der SVP hervorragend. Die SVP hat immer Forderungen, die sie am Schluss eigentlich verliert, aber sie ist die Partei, die das vertritt und darum kann sie die auch schlussendlich bei Wahlen auch zulegen. Ich wollte nicht irgendwie eine philosophische Diskussion vom Zaun reissen, aber hat es nicht auch damit zu tun, dass du halt die Flügel, die du erwähnst in der FDP, die sind teilweise, gibt es die auch aufgrund von einer Unklarheit vom liberalen Fundament. Es gibt Flügel in dieser FDP, die nicht nur, weißt du, ein bisschen staatstragend sind, sondern wo man einfach etatistische Ideen mitträgt. Also wenn man natürlich unter urban versteht, eine Art Verkitaisierung vom Leben, oder? Ja, genau. Dass quasi der Staat das Familienleben von der Wiege bis zur Bahre genau. Ist also der Staat. Dann ist das wahrscheinlich nicht unbedingt liberal. Dann ist das einfach blau angestrichene Sozialdemokratie. Und dann gehen die Leute wahrscheinlich auch lieber zum Original, weil die sagen, was sie denken und setzen um, was sie denken, gerade in der Stadt. Nein, Liberalismus braucht immer noch eine Anstrengung, eine bessere Idee zu haben, eine kreativere Idee zu haben. Das braucht es auch, wenn du Sozialdemokrat bist. Nur sie machen es, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Aber sie schreiben dann die dicken Bücher über Klimapolitik bis 2050. Und ja, bei der FDP gibt es das ein bisschen weniger. Und gerade wenn du die urbane Seite ansprichst, ich meine, mir fehlt ein bisschen liberaler urbaner Freisinn, was das heisst. Aber jetzt müssen wir auch ehrlich sein, ich könnte dir jetzt nicht einfach sagen, was das ist. Und ich glaube, dort braucht es eben schon noch ein bisschen Denkanstrengung, zu sagen, was ist denn eigentlich ein moderner, urbaner Freisinn / Liberalismus? Ich glaube, dort braucht es auch ein bisschen Denkleistung. Ich glaube, das erschöpft sich nicht, dass man sagt, wir möchten gerne mehr Parkplätze und ein bisschen weniger 20er-Zonen. Und das ist es ja. Finde ich auch. Es hat einmal eine Medienkonferenz gegeben, aber dort ist dann auch nicht viel rausgekommen. Es hat dann geheißen, an jedem Laternenpfahl muss eine Stromsteckdose fürs Auto sein. Ja, das ist auch nicht, oder? Letztlich finde ich, muss man dann die grossen Themen adressieren. Ich glaube auch, das Feld ist offen. Weil links-grün sind teilweise in diesen Städten, in Bern, in Zürich, in Basel, in der Romandie, weiß ich es nicht, aber ich habe es auch schon gehört, oder, von Journalistenkollegen. Die linksgrüne Politik ist derart extrem und geht ins Sektiererische über. Dass man durchaus mit ein bisschen Hirnarbeit, ich würde das einfach nicht aufgeben. Man muss es machen. Man darf es
unbedingt nicht aufgeben. Und es fängt an, eben, das fängt in den Schulkommissionen an, geht um die Quartierleisten. Und es geht darum, dass man sich eben auch aktiv und beteiligt. Und Raumplanung. Oder ich meine, eine freisinnige Raumplanung in der Stadt wäre natürlich Bauen in die Höhe zum Beispiel. Oder? Selbstverständlich. Mehr Wohnraum ermöglichen, nicht in die Breite. Wir wollen das Land nicht verschandeln. Und die Städte sind ja eh schon in die Breite rausgebaut. Oder? Aber in die Höhe zum Beispiel. Städtisch ist mehr Urbanismus in der Stadt. Also städtische ja. Städte, oder? Wir haben ja so ein bisschen, die Quartiere werden immer mehr so zu Dörfern, so zu, oder es ist ja sehr konservativ, dass das links-grüne Weltbild, oder? Das man, man hat sein Gärtchen, man ist eigentlich, sein Einfamilienhäuschen und so. Es ist extrem konservativ, eigentlich, das Weltbild. Und Steinzeit. Ich würde jetzt sagen, Steinzeit, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen Biedermeier, so ein bisschen links-grüner Biedermeier. Rückwärts. Genau, einfach rückwärts. Und ich glaube, urbanere Städte, das wäre ein echtes liberales Programm. Aber das ist jetzt im Moment ein Schlagwort und das sollte man sich selbstkritisch zugeben. Und also, wir zwei sind Journalisten, wir beobachten, was andere arbeiten. Das ist genau, das ist unsere Rolle, oder? Unsere privilegierte Rolle. Aber was ich muss sagen, oder? Ein Thema ist natürlich schon da. Gerade die Stadt Bern. Bei aller Kritik an Linksgrün, es ist natürlich schon sehr angenehm, hier zu wohnen. Die Stadt, ist sehr gut möbliert, buchstäblich, mit roten Stühlen überall. Man kann herhocken, ein bisschen nachdenken, oder? Und dann geht zum nächsten Mal. Es lohnt sich manchmal, ein bisschen nachzudenken. Genau. Also jetzt regnet es für uns, aber wenn es schön ist, ich verspreche euch, ich werde in so einem Stuhl von der Stadt Bern sitzen, obwohl ich da kein. Ursula Weiss-Stuhl, sozusagen. Das sind Ursula Weiss-Stuhl, genau. Das ist die ehemalige Gemeinderätin, so heisst die Exekutiven in Bern. Aber jetzt nochmal zu der Wahl. Und Fraktionspräsidentin von der SP im Nationalrat. Genau. Jetzt haben wir die FDP ein bisschen abgehandelt, wir müssen noch über die Mitte reden, weil die Mitte hat ganz knapp in Prozent und eben auch in Sitz die FDP überrollt im Nationalrat. Ständerat ist noch offen, werden wir sehen. Dort gibt es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was ist deine Analyse? Was hat die Mitte wirklich geschafft? Also, für was steht die Mitte genau? Also, es ist ja nicht einmal irgendwie eine historische Anbindung an die Idee von einer Zentrumspartei oder so, sondern es ist einfach mal ein Begriff Mitte und so eine Art ein umhaftes Logo irgendwie und Inhalt. Wir halten die Schweiz zusammen, wir sind gegen Polarisierung und wir machen irgendetwas, nicht was, gegen Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Klingt wahnsinnig gut, aber es ist schlussendlich einfach Geld ausgeben auf der linken und auf der rechten Seite. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist, oder ich glaube, in der Analyse muss man noch einen Schritt zurückgehen. Gerade aus einer liberalen Sicht, es tut weh. Man kann das nicht wegdiskutieren, dass die jetzt Sätze mehr haben. Es geht manchmal auch um eine gewisse Symbolik. Die FDP hat gekämpft, aber sie hat vielleicht an gewissen Orten einfach schlicht zu wenig gekämpft. Darum hat man jetzt das jetzt weniger. Und das muss anspornen, besser zu sein als die Mitte. Weil die FDP hat wenigstens Inhalt. Und bei der Mitte vermisse ich das im Moment noch ein bisschen. Oder meine, gewonnen haben sie unter anderem, dass sie eine riesige Abstimmungsliste geschickt, wo eigentlich jeder, der noch irgendwie ein bisschen eine Idee politisch hatte, auch noch kandidieren konnte. Und so hat man einfach Promille-Optimierung, oder? Also nicht so wie wir, aber es ist eine Promille-Optimierung eigentlich. Und mit Algorithmen und Präsenz sein und so. Und wir verwässern auch vom politischen Programm. Jetzt müssen wir schauen, was kommt. Es ist natürlich, ich argumentiere auch aus dem Schmerz raus jetzt natürlich. Wir machen Schmerzverarbeitung, und zwar verbal und nicht primär mit Mivorn. Das wäre schade. Aber ich glaube, es macht einem auch ein bisschen ratlos. Und es zeigt, es ist irgendwo etwas Schlaues, wenn ich es nicht gewähren gesagt habe. Man hat eigentlich jetzt die SP und die SVP plus noch eine dritte Polpartei irgendwo in der Mitte. Und die haben Kulturkampf miteinander. Die haben einen Kulturkampf miteinander. Und der Donnerwetter, die richtige Kulturkampf, der muss doch von den radikalen Freisinnigen kommen. So, für das auch nochmal zu sagen. Ja, der ist halt inexistent gewesen. Oder? Der ist inexistent. Ich meine, der Gerhard Pfister denkt in diesen Kategorien. Wer die Elefantenrunde gesehen hat und nur schon seine Körperhaltung gegenüber Thierry Burkhardt, das ist... Darum tut es so weh. Die Hülle ist nichts zu sagen, aber der Gerhard Pfister, und darum, also wenn ich darum habe ich auch grossen Respekt vor ihm. Gerhard Pfister ist ein alter Kulturkämpfer. Und jawohl, Pfister 1, Freisinn 0 in dieser aber Runde. Aber glaubst du nicht, ich teile die Analyse, Inhalt ist nicht viel. In der Legislatur hat man sich sehr oft links angebiedert. In der Arena hat der Gerhard Pfister gesagt, man dürfe also 40% mit links stimmen. Das war die Reaktion auf einen Artikel von mir, den man eingeblendet hat vor den Wahlen. Ich glaube, es sind mehr als 40%, aber das können wir jetzt nicht nachprüfen.
Aber irgendwann muss er liefern. Irgendwann muss er dann schon mehr liefern als bis jetzt. Ich bin dann gespannt, was kommt. Und es sind teilweise, ich denke jetzt gerade an den Kanton Luzern, ist ein Entlebucher gewählt worden, bodenständig und so. Ich glaube, in dieser Nationalratsfraktion gibt es auch Leute, die den Linkskurs nicht mehr ewig mitmachen. Wenn sie dann wieder mal heim müssen und müssen erzählen, für was sie da alles gestimmt haben. Für Prämienverbilligungen, 5 Milliarden und irgendwie so, oder? Und für andere Anliegen, für, ich meine, ein Lorenz Hess hat eine Motion eingereicht für eine Lohnpolizei, oder? Er gibt sich immer so konservativ da in Bern. Also, weißt du, wenn das einmal rauskommt? Die Frage ist, also ich glaube, die Kernfrage ist, wie viel CVP steckt noch eigentlich in der Mitte? Nein. Aber es ist schon vorher. Weißt, das jetzt, ich komme aus dem Milieu. Ich sage dir schon vorher, ist ja eigentlich die CVP, darum ist es gar nicht so eine Wette von Gerhard Pfister. Die CVP hat das C schon lange verloren, sie jetzt einfach nur im Namen trägt. Und dann hast du als neuer Präsident zwei Varianten. Back to the roots. Oder vorwärts ist Nirvana, sage ich jetzt mal. Oder? Aber das, der Gerhard Pfister verbindet ja eigentlich alles in sich. Er ist eigentlich ein katholisch-konservativer, bei allem Respekt, ein katholisch-konservativer, hat jetzt aber quasi die Hüllen um sich gelegt. Und die Frage ist, bleibt der Kern, der Nukleus katholisch-konservativ, bleibt der erhalten? Oder das hat ja auch so mit einem gewissen Moralismus zu tun, wo dann er auch sehr schnell mit den linken Konservativen irgendwie etwas zu tun. Aber was mich vor allem erstaunt ist, ich glaube, die ganze BDP-Geschichte, die ist total erledigt, oder? Man hat im Kanton Graubünden und im Kanton Glarus, dort, wo BDP stark ist, das ist phänomenisch verpufft. Der, zum Beispiel der Sitz im Kanton Glarus, der ist einfach weg. Mhm. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Die Frage ist, was entsteht da draus? Die Ingredienzen sind nicht klar. Also, ich meine, der Sugo hat eine Farbe, aber noch gar nicht so richtigen Geschmack. Für und kein Fleisch. Genau. Also, Gerhard Pfister, mehr Fleisch im Sugo. Wir sind zu wundern, was für ein Fleisch. Irgendwie, ob Tofu oder richtiges Rindfleisch. Genau. Simmentaler Rind. Vielleicht noch so ein kurzes Wort zu den Grünliberalen. Sie sind, meine, vor 4 Jahren, im Sog, glaube ich, mit den Grünen gross geworden. Und jetzt sind sie das hat Jürgen Grossen bei uns, bei Bern einfach gesagt, im Sog auch wieder zurückgestutzt worden. Obwohl sie wenig verloren haben im Prozent. Das ist richtig bitter, mehr in Sitz. Das ist ein Massaker. Das ist richtig bitter. Oder dort, wo sie Glück hatten, haben sie jetzt einfach auch Pech gehabt. Das muss man fairerweise sagen. Aber für die kleine Partei ist das hart. Mhm. Weil das bedeutet ganz viel mehr oder weniger Geld, oder? Für die Arbeit. Und, das bedeutet auch weniger Manpower. Wir haben es vorher schon besprochen. Man muss Politik schaffen. Oder Kommissionsarbeit zum Beispiel. Also mit du bist einfach nicht mehr vertreten. Mhm. Also vielleicht hast du noch einen Grind, oder? Das sollte glaube ich, noch schaffen, aber sicher keine Zweier-Deputation mehr. Und dann denke ich auch, es wird noch ein bisschen schwierig, wie sie werden, und das hat Jürgen Grossen bei uns auch angetönt, sie werden andere Themen auch bearbeiten müssen. Sie sind eben jetzt geschlafen, sie haben zum Beispiel über Migration nie etwas gesagt. Ja, und es ist natürlich auf der ersten Frage, wer sind denn die Grünliberalen genau? Es gibt also quasi den Think Tank von Zürich, wo so in hohen Sphären von universitär denkt. Dann gibt's liberal angestreifte Sozius, sagen wir es. Nicht einmal das würde ich sagen. Ich glaube, Sozis, sie sind irgendwo in einer Sphäre. Und auf der anderen Seite hat man eben so einen Jürgen Grossen oder so den Schlag Grünliberale, die durchaus eine Programmatik haben, von Frutigen hinterführen kommen. Das ist, man weiss nicht so recht, für was steht die ganz genau. Aber etwas, was man, glaube ich, auch nach der Nachwahlbefragung relativ klar sagen, die Freisinn muss, glaube ich, nicht mehr Angst haben vor den Grünliberalen. Wenn nicht eine Fehlerwanderung, es ist nicht eine Frage, geht die urliberale Stimmung, so die Escher-Stimmung, geht jetzt zu den Grünliberalen. Ich glaube, das ist Geschichte. Der Escher können sie sich abschminken bei den Grünliberalen. Der gehört uns. Das würde aber auch heissen, dass die FDP letztlich getrost kann, zu ihrem liberalen Markenkern zurückkommen. Und wenn schon, dann schon eigene Ideen in der Klimapolitik entwickeln, in der Energiepolitik. Oder? Und diesen Satz muss ich halt schon noch bringen. Ich habe auch schon mal gebracht, letztlich muss die Arbeit noch mehr gemacht werden. Oder vielleicht hat auch der Thierry Burkhardt
Vielleicht lange zwei Jahre nicht. Weil unsere Parteien sind keine Kaderparteien, also vor allem die in der Mitte. In der SP und in der SVP funktioniert das ja noch ähnlich, dass die Spitze den Durchgriff hat, aber weder in der Mitte noch bei der FDP funktioniert das. Es braucht wahnsinnig viel Zeit, bis du bei einem Thema wirklich deine Leute hinter dich geschart hast. Ja, überzeugt hast du auch. Mit einem Gerät hast du durchgedrungen bist. Ja. Und das kannst, das in zwei Jahren extrem kurz, und vor allem in einer Zeit, wo wir Krise, eine Krise nach der anderen, Krieg, Thierry Burkhardt ist ja nicht nur Parteipräsident, sondern auch Ständerat und hat hinter der Kulisse relativ viel gemacht, auch einfach für das Land, also als Politiker. Und ich glaube, zwei Jahre sind wahnsinnig knapp und da muss man vielleicht auch eine Führungscrew um sich scharen, ein bisschen spüren, mit wem kann man nicht, dass man wirklich durchdringt, oder? Dass man überall herkommen kann und mit allen wirklich das Gespräch gefunden hat. Du hast den Krieg erwähnt, das ist ein brillanter Übergang, weil jetzt müssen wir über den 7. Oktober und was das bedeutet bei uns reden. Ich war unterwegs im Wald, im Emmental, und da sind die ersten Nachrichten gekommen. Ich habe es zuerst gar nicht richtig geglaubt, was da passiert. Und es ist ein unglaublicher Angriff von der Hamas auf Siedlungen. Also nicht Siedlungen. Siedlungen im schweizerischen Sinn. Genau. Also genau. Nicht Siedlungen. Ist in diesem Kontext extrem wichtig, ist oder? Ist komplett falsch. Also ich würde am liebsten nochmal anfangen, aber da wir nicht schneiden, tun wir es jetzt einfach korrigieren. Nein, es sind Kibbutzim, es sind Ortschaften, Dörfer, kleine Städte oder mittlere Städte, durchaus. Zu Land, zu Wasser und der Luft, ein koordinierter Angriff. Und ich will nur über den Hintergrund reden. Viele sagen, und es nimmt mich wunder, ob du das auch würdest betonen, so einen Angriff kann die Hamas nicht machen, ohne Unterstützung vom Iran und oder von anderen Mächten. Was und oder du? Von anderen Mächten. Ich glaube, es ist ein ganzes Konglomerat. Also, erstens einmal ist es oder das Phänomen ist ein Terrorakt, ist ein Pogrom in der Wirkung. Wirklich eine Barbarei. Ein Hetzjagd auf zivile Menschen. Auf zivile Pogrom Menschen. Und ein Pogrom wirklich im klassischen Sinn, so wie Kosaken auf die jüdischen Dörfer losgegangen sind in Osteuropa. Mhm. Also, es geht tiefe Geschichte zurück von der Wirkung her, es ist wirklich Terror. Und auf der anderen Seite ist es eine moderne Multi-Domain-Operation gewesen, oder? Am Boden, aus der Luft, Luftangriffe, alles synchron vom Meer her, extrem gut geplant. Mit Raketen. Und im Informationsraum. Und vor allem auch im Informationsraum. Und vorher haben sie die Sensoren von Israel ausgeschaltet. Und also, eben, lehrbuchmässig. Brutalerweise lehrbuchmässig. Und ich glaube, das ist das, was einem auch so ein bisschen sprachlos hat. Man hat auf der einen Seite die Barbarei und auf der anderen Seite das, und jetzt kann man das Wort mal brauchen, das Ausgeklügelte. Das ist ja ein Nazi-Wort, das die Nazi immer braucht. Ausgeklügelte Multi-Domain-Operation. Ich glaube, das Päckchen, das ist mal das erste Mal als Fakt erschreckend. Dass man das planen kann und vor allem üben, das muss man einexerzieren, dass das synchron so klappt. Mhm. Dass das vielleicht der beste Nachrichtendienste der Welt, dem Shin Bet und dem Mossad, nicht aufgefallen ist, mit ihrer ganzen Sensorik, das ist ein riesen Fragezeichen. Und jetzt kann man da rein interpretieren, gut, sie haben Kommunikationswege nicht im Cyber- und im elektromagnetischen Raum gemacht, wo die Israelis sehr gut sind, eigentlich alles können abfahren. Kommunikation ist offensichtlich mit Meldeläufer und Papier gelaufen, das ist die eine Ebene. Sie haben ein Tunnelsystem, sie haben sich eingraben und ich will die Analogie zu den Schweizer Festungen nicht machen, weil das ist... Es geht einfach nicht, es tut mir weh. Aber sie haben sich eingraben, sie sind unter Tag und haben dort sich auch quasi im Zugriff quasi aus der Sensorik, aus der Luft können entziehen. Und dann muss man davon ausgehen, dass ehemalige IS-Kämpfer, die nachdem der IS zerschlagen worden ist, irgendwo eine Rolle müssen spielen. Die sind ja sehr viel im Norden von Ägypten, hat's recht viele IS-Kämpfer am Schluss. Der Iran muss eine Rolle spielen, ob Russland eine Rolle spielt. Oder man ist sehr schnell im Spekulativen und vielleicht sogar in der Verschwörungstheorie. Aber nachher, was entscheidend ist, ist quasi das Wording, das, was Informationsraum rausgesendet worden ist, was Medvedev, ehemaliger Präsident von Russland, quasi kommentierend sagt, oder ein Dugin zu dieser Aktion von der Hamas, was das Narrativ extrem stützt, oder? Das zeigt, dass eine gewisse Synchronisierung, wenn nicht sogar ein gewisses Grundwissen oder Sympathie vorhanden ist. Und ich glaube, das ist das Erschreckende, dass quasi, der Lokalkonflikt
in ein grosses Ganze eingeordnet wird. Ob er jetzt Moskau, also Kreml, mitorganisiert hat oder nicht, aber er passt in ein Narrativ hinein. Und das ist eigentlich das, was mich auch sehr erschreckt hat. Ich möchte noch mal schnell vor Ort bleiben. Der Sir Richard Dearlove, der frühere Chef vom britischen Auslandsgeheimdienst, hat gesagt, der Vorfall erinnere oder bringe wieder zurück, halt, dass man sich in der geheimdienstlichen Sphäre, man dürfe sich nicht nur auf elektronische, aber auf Abhören, auf elektronische Sachen und so beschränken, weil man dann vielleicht gewisse Sachen, alte, uralte Methoden, eben wie Meldeläufer, wie direkte Kommunikation und so weiter, vielleicht dann eben zu fest außer Acht liess, wenn man sich nur auf Computer und auf Ablosen und auf Strahlung und weiss nicht was berufe. Das hätte ihn zwar auch überrascht und es sei vielleicht so, dass der Westen ein bisschen zu fest sich auf die modernen Technologien verlassen hat in diesem Bereich. Ich glaube, man tut ja den Lack of Mass, also so quasi die fehlende Masse an Soldatinnen und Soldaten, probiert man mit Technologie zu kompensieren. Genau. Das ist in der westeuropäischen Armee so, das machen die Amerikaner so. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass Dienstpflicht auch sogar in Israel durchlässiger geworden ist. Mhm. Man nimmt eigentlich nur noch die wirklich das Commitment geben und auch etwas bringen. Und das kompensiert man nachher mit Technologie. Das funktioniert vielleicht zu 80%, aber die 20 entscheidenden Prozent, sind wir wieder bei 20 entscheidenden Prozent, ist eben wahrscheinlich der Faktor Mensch, die Bereitschaft, die innere Anspannung, genug Leute zu haben. Also die Militärbasis, die gestört worden ist, ist ja eines von diesen Bildern, wo sie den Panzer können besetzen. Das ist ein totaler Triumph auch für im Informationsraum für Hamas, den Israeli Angst zu machen quasi. Und oder, dort mussten sie die elektronischen Sensoren ausschalten und nicht primär auf den Türmen zuerst Soldaten, die geschaut haben, abschießen. Das muss immer Fingerzeig sein. Auch die Wachsamkeit, immer wachsam zu sein, wenn man eine militärische Anlage bewacht. Und das sind wir jetzt so im militärischen Alltag selbst in der Schweiz. Man predigt das immer quasi auch gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, dass man die eigenen Anlagen, Force Protection, das ganz wichtig ist. Und ja, das ist ganz wichtig, es passiert überraschend. Und das ist die grosse Schwierigkeit vom Soldatenhandwerk. Vielleicht noch ein Satz eben wegen Mobilisierung. Ich glaube, was den Israeli aber dann hervorragend gelungen ist, ist die extrem schnelle Mobilisierung. Die machen es ja nach der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Wie wir es gelernt haben. Leider haben wir es also nicht mehr. Aber, Moment. Ja, Moment. Nicht mehr richtig. Moment. Also, wir haben keine Taschenmunition mehr. Taschenmunition haben wir nicht mehr, aber wir haben innerhalb, bei Covid, was die Soldaten gebracht haben, ist die andere Frage. Aber mobilisiert haben wir. Man hat mobilisiert und sie alle kommen. Das ist richtig. Und das ist bemerkenswert. Ja, und das ist ohne Zeichen von Sicherheit, wenn die Bevölkerung bereit ist in einer Krisensituation. Und in Israel gegen alle politischen Auffassungen. Mhm. Die jetzt mobilisiert worden sind, sind die eigentlich primär jetzt gegen die Regierung demonstriert haben. Es ist ein extrem starkes Zeichen von der Zivilgesellschaft, die Uniform anlegt. Das hat mich extrem beeindruckt und es hat wirklich wie so ein Stück Sicherheitsgefühl wieder zurückgegeben in Israel. Mhm. Und es ist auch zu hoffen, dass quasi die Mobilisierung von den Leuten, die gesagt haben, ja, der Staat, das ist alles, was wir haben. Für den, das ist unser Staat. Das ist unser Staat. Da wollte ich mich einsetzen, dass das so eine gewisse Wirkung hat auf die Politik. Oder ein Bild, wo mir geblieben ist, ist der Flüger, ein El-Al-Flüger von Bangkok zurück auf Tel Aviv. Alle die Israeli und am Trampen sind und irgendwo ein Jointchen roken, irgendwo ab in Flüger, irgendwo hinter in der Küche gepfuset haben und dann Uniform haben. Also extrem. Ja, und ich habe ein Video gesehen, wie die Leute in Tel Aviv empfangen worden sind. Da ist gejubelt worden und so. Also die Gesellschaft ist interessant, was in der Gesellschaft auch passiert. Oder? Da hat sich Thomas gerade verschätzt. Das haben sie verschätzt. Sie haben ja das Gefühl gehabt, und es hat ja auch so Äußerungen gegeben, dass Offiziere und Soldaten, Soldatinnen und so, dass die nicht einrücken. Und ich glaube, ich hätte das nicht so eingeschätzt, wie man das auf palästinensischer Seite eingeschätzt hat. Zahal ist einer der Markenkerne von dem Staat Israel. Und von dem her, Das hat Gott sei Dank funktioniert. Ich kann mit dem Zusammenhang sogar wirklich mal sagen, Gott sei Dank. Jetzt will ich noch, wir müssen nicht über die mögliche Ground Operation in Gaza, das kann man im Newsfeed lesen. Wenn ich dich da habe, würde ich lieber darüber reden, über das grosse Bild. Ich meine, was wird aus dem, ich mache jetzt ganz gross, das 21. Jahrhundert. Wir haben einerseits autoritäre Regime in Russland, in China, don't forget, nicht vergessen. Dann haben wir einen Islamismus, der
zutiefst rassistisch, ist antisemitisch. Ich sage beides, weil es geht nicht nur um die Juden. Es geht auch um dich und mich. Es geht auch um uns. Also, wir leben anders. Du hast zwar einen Bart, aber auch du. Ein Berner Oberländerbart. Genau. Das geht gar nicht, oder? Nein, es ist eigentlich gar nicht so lustig. Aber wir wirklich, es geht eben um unsere offene Gesellschaft, um die Lebensweise, die letztlich auch christlich, jüdisch prägt ist. Die geht nicht. Und wir sehen es an diesen Demonstrationen in Berlin, in Paris, in London, in Italien, sind Machtdemonstrationen. Sie probieren aus, was man alles darf sagen, oder? Free Palestine ist nichts anderes als Israel vernichten und alle Juden ermorden. Ist ein Aufruf zum Genozid. Das probiert man da jetzt. Jetzt kann man zum ersten Mal wieder hören. Es werden Synagogen angegriffen. Mhm. Es werden Haustüren von Jüdinnen und Juden markiert. Also man tut richtig aus. So ein bisschen in einer Ground Operation tut man es ausprobieren. Und du hast hinten dran die grossen Mächte, die zuschauen, die ihr eigenes Süppli kochen, in der Ukraine, in Taiwan. Also, das ist wirklich extrem besorgniserregend. Es ist eine Gemengelage. Und du hast Amerika, wo paralysiert ist, nicht nur wegen dem tatterigen Präsident, auch weil sie intern völlig... Aber der tatterige Präsident und sein Team, und ich glaube, man kann darüber diskutieren, oder man kann es gibt die amerikanische Politik und dann gibt es Amerika quasi nach wie vor als, ja, als Leitstern von der freien Welt. Und ich glaube, da sind wir sogar einig, was das angeht. Der Präsident Biden und sein Team haben auf allen Ebenen jetzt in diesem Konflikt einen hervorragenden Job gemacht. Sie haben militärisch zwei Flugzeugträger, nicht nur einen, östliches Mittelmeer. Und wie ursprünglich, schreibt auch das Wall Street Journal, seine Crew hat ihm so eine lavierende Position angelegt und er hat dann gesagt, nein. Es kommt darauf an, welcher Teil von der Crew. Es gibt Jake Sullivan und es gibt Anthony Blinken. Der Anthony Blinken ist die brillantere Figur, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vielleicht auch von der sprachlichen Kompetenz her. Also, es hat eine klare militärische Antwort gegeben. Zwei Flugzeugträger, die ICA, also die Carrier Strike Group Meisenhower, ist noch nicht dort, ist auf dem Weg von Norfolk. Aber es sind zwei Träger, die eine klare Warnung geben an staatliche Akteure, dass der Konflikt nicht sich ausweitet. Es geht dort auch um diese israelische Atombombe oder die Angst, dass Israel, wenn die Iraner würden eingreifen, quasi nuklear würde antworten. Da hat Amerika klar gesagt, das machen wir mit den zwei Carrier Strike Groups. Das ist die eine Ebene. Also quasi eine Drohkulisse aufzufahren, eine Abhaltewirkung können zu erzeugen. Das ist die eine Ebene. Oder eine Diplomatie. Der Präsident Biden hat sehr lange mit dem Netanyahu geredet. Sehr, sehr lange. Und das Team hat sehr lange mit ihm geredet. Er hat mit den Ägyptern geredet. Sie haben den Versuch unternommen. Und das wäre so traurig, dass das ist. Und das muss man vielleicht auch immer wieder sagen. Ja, das ist, also was die Bevölkerung von Gaza erlebt, quasi. Einerseits, ich glaube, das muss man vielleicht einmal auch sagen. Ja, unbedingt. Man darf da nicht einfach herzlos sein. Die sind mehrfacher geiselhaft. Oder? Genau. Aber, und der von ihren eigenen Leuten. Von ihren eigenen Leuten und so. Und dann kommt er zurück von der Mission im Nahen Osten, oder? In der Hoffnung, quasi den Konflikt lokal zu begrenzen auf Gaza. So tragisch das ist. Kommt zurück und haltet die Rede mit seiner brüchigen Stimme, mit seinem Hüsteln, wo zeigt, wie er auch physisch kämpft. Ob die Rede brillant war. Es war Amerika. Aber es ist die erste so brillante Rede zur Außenpolitik von ihm, seit er im Amt ist. Absolut. Absolut. Israel und die Ukraine gleichzeitig. Ja, quasi auch die amerikanische Grundidee, was Freiheit bedeutet, und dann aber auch den gesellschaftlichen Zusammenhang adressieren, dass es eben nicht darum geht, jetzt die Gesellschaft zu spalten. Und das macht für mich den Bogen zurück zu den Machtdemonstrationen von gewissen Islamisten, von Hamas-Apologeten oder Hamas- oder Israel-Hasser, man kann es so sagen. Oder? Ich glaube, er hat dort eine unglaubliche Klammer um die amerikanische Gesellschaft gelegt. Und das muss uns auch gelingen. Wenn es nämlich gelingt, dass die Israel-Hasser quasi keine löse Gesellschaft in ihnen treiben, dass man quasi kann sagen, ihr seid ja alle zusammen islamophob, dann ist das einer von denen, ist das ein Sieg eigentlich von diesen autoritären Mächten unseren offenen Gesellschaften gegenüber. Und wir müssen als offene Gesellschaft darüber reden, was heisst es denn, zu der offenen Gesellschaft zu schauen. Zur offenen Gesellschaft schauen, dass man solidarisiert mit Leuten, die eigentlich die eigenen Werte, die wir selber haben, mit den Füßen treten? Oder heisst das auch, dass man sich mit dem wirklich echt kritisch auseinandersetzt, sich Diskussionen stellt, die wehtun?
vielleicht auch manchmal interveniert und etwas sagt, wo man nachher der Einzige ist im Raum, wo die Jam-Ecke sollte, weil das gesellschaftlich nicht so richtig passt. Ich glaube, manchmal muss man für eine Gesellschaft zusammenzuhaben, eine Mischung aus Empathie und Härte. Und ich glaube, dort müssen wir her. Und das ist eine riesige Aufgabe. Und dort ist eben möglicherweise auch wichtig, dass die liberalen Kräfte in diesem Land auch wieder herstehen und für das kämpfen, was das Land eigentlich ausmacht. Ich muss jetzt einfach eine Frage Advocatus Diaboli-mässig bringen, oder? Weil es gibt viele Leute, auch in diesem Land, und zwar sowohl rechts wie links, die sagen, ja, die USA als Weltpolizist, das ist ein riesiger Skandal. Die tun überall reinmischen. Die haben irgendwie 800 Basen oder auf der ganzen Welt. Und das geht doch nicht. Und wir müssen uns von dieser Umklammerung, von dem Moloch Amerika lösen. Wir müssen mitmachen bei den BRICS-Staaten oder sonst irgendwo. Und wir müssen, und China ist die Zukunft und weiss nicht was. Also ich meine, da ist auch etwas ins Rutschen gekommen. Das ist etwas ins Rutschen gekommen, wo mir Sorgen macht. Echt Sorgen macht, wo auch im gut bürgerlichen Milieu hier in der Schweiz zurückrutschen kann. Im Aussendepartement EDA gehörst du so Leute? Im Aussendepartement EDA gehört man solche Leute. Und das ist eben nicht ein SVP-Symptom, sondern es ist weit, weit verbreitet. Da treffen sich Horseshoe-mässig Kräfte, die sich am Schluss einig sind. Wir sind gegen die USA und darum können wir rechtfertigen, können wir quasi auch ein bisschen die Hamas auch ein bisschen verstehen und wir können auch ein bisschen Russland ein bisschen verstehen. Nein, es gibt und China. Und China, selbstverständlich, der grosse Elefant im Raum oder der grosse Panda-Bär im Raum. Nein, nicht wirklich. Oder? Und die gleichen Leute, die irgendwie jetzt sich wahnsinnig betroffen fühlen und die Hamas irgendwo nicht mehr verstehen. Ja, und China mit den Uiguren. Ich meine, es passt alles nicht zusammen. Und mit Hongkong. Und mit Hongkong. Möglicherweise Taiwan. Und möglicherweise Taiwan. Eine funktionierende Demokratie. Eine funktionierende Demokratie weit weg von hier, wo ernsthaft in Gefahr ist. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner Demokratie mit allen Schattierungen, ich glaube, das eint uns transatlantisch. Und darum sage ich, ja, ich bin ein Transatlantiker. Ja, und ich habe letztens ein Gespräch gehört von Barry Weiss, einer bekannten Journalistin in den USA, früher New York Times, jetzt hat sie ihr eigenes Ding. Und es ist eigentlich relativ banal. Jede Art von Weltordnung, wo Amerika nicht der Weltpolizist ist, nehmen wir das Wort, wo die Gegner von den USA jeweils bringen, oder? Wo ich eigentlich sonst nicht gerne bringe. Das ist aber auch nicht gerne. Aber jetzt nehmen wir mal an, die USA ist nicht der Weltpolizist. Und irgendjemand anderer, Russland, China, whatever, muss ich dir einfach sagen, jede andere Weltordnung ist unsicher. Sie ist gefährdet die Grundlagen unserer Gesellschaft und sie gefährdet vor allem auch die wirtschaftliche Globalisierung, die Marktwirtschaft, der Handel, wo dir und mir Wohlstand sorgt, aber auch der Chinesin und dem Chines wohl für Wohlstand sorgt, dem Indonesier, auch wenn man es noch besser will machen, auch der Afrikaner und so weiter. Also wo die Grundlage ist, damit die Welt letztlich Armut kann bekämpfen, Leute kann zu Wohlstand, Unternehmerinnen und Unternehmer kann belohnen, wenn sie etwas gut machen. Meritokratie. Also am Schluss, man kann das blöd finden, dass ein Land so übermächtig ist. Das kann man auch kritisieren. Die Debatte gibt es ja. Aber am Schluss müssen wir Gott froh sein drum. Der Unterschied zwischen China, Russland, dem Päckchen im Iran und den USA, Großbritannien, uns ist, wir kritisieren die USA und wir kritisieren unser eigenes System. Wir schauen her, wenn man im Kampf gegen Terror, und das ist übrigens eine sehr gute Aussage von Biden, wo er quasi den Krieg gegen Terror kritisiert hat und die Israelis gesagt, macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Oder in den USA selber hat man Guantanamo kritisiert, man hat in den USA selber die Foltermethode kritisiert. In Israel selber, die grösste Kritik in Israel kommt von den Israelis selber. Wenn man Israel kritische Argumente finden will, dann muss man nicht Hamas-Karte lesen, sondern Haaretz. Das ist Haaretz. Muss man sagen, ist die wichtigste Links, Mitte-Links-Zeitung. Mitte-Links-Zeitung von Israel, ja. Das ist, wenn man Argumente sagen. Das gibt es auch in Englisch, oder? Gibt es auch in Englisch, ja. Gibt es auch in Englisch. Oder Tamira Hass, das ist eine Journalistin gewesen. Sie hat dokumentiert, dass in der Westbank und in Gaza unter der Besetzung von den Israelis auch für Fehler gemacht worden sind. Und das ist der fundamentale Unterschied. Und es ist immer noch möglich, dass wenn die Krise durch ist, es ist sehr gut möglich, dass der Herr Netanyahu nicht mehr Ministerpräsident ist und dass auch mehrere Leute in der Armee
müssen die Verantwortung übernehmen. Ja, oder eben so, also das hat es schon mehrfach gegeben in Gaza, wo das nachher hoch angesehene Leute haben müssen vor die Presse gehen und sagen, ich übernehme die Verantwortung. Das ist kein Zeichen unserer Gesellschaft. Und was für uns muss denken geben, ist der sogenannte globale Süden. Das ist das Wort, das ich auch nicht so wahnsinnig gerne habe. Also, du hast vorhin Afrika erwähnt. Aber natürlich, oder, in Afrika lastet auf den Schultern von Europa insbesondere immer natürlich der Kolonialismus. Oder? Das ist das Thema. Und die Debatte, die postkoloniale Debatte, die führt dazu, dass man im Schluss eigentlich sich als permanenter Täter fühlt, ja, nachgeboren, und gleichzeitig Chinesen einen Soft-Kolonialismus aufziehen. Bist du sicher, dass der soft ist? Er ist in der Akzentuierung ist er soft. Ich habe ein Beispiel dazu. Ich bin 2017 bin ich im Stadion gesehen von Banjul, wo der neue Präsident inauguriert worden ist. 150.000 Leute, der Präsident Barrow, der gekommen ist dort und so, bewacht von einer ECOWAS-Eingreiftruppe, weil Gambia dann im Moment Kontrolle verloren hat. Der Xi Jinping ist gekommen. Xi Jinping hat sich nicht von Chinesen oder von Söldnern bewachen lassen, sondern von nigerianischen Spezialeinheiten von ECOWAS. Sehr eindrücklich gewesen, sehr ist dabei gewesen. Und der britische, von der europäischen immer gekommen, ist der britische Botschafter. Und der ist mit Söldnern gekommen. Und das hat mich beelendet und beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, das sind Bilder, die man evoziert. Auch wenn man das vielleicht gar nicht überlegt, aber es sind Bilder, die man evoziert. Ja, wo der Bauch von denen, die das gesehen haben, das Bild voll anspielt. Voll anspielt. Dass die Chinesen irgendwie voll anfangen zu zuschlagen hinter den Kulissen und so, ist die andere Geschichte. Ich glaube, dort sind wir im Verlieren. Im globalen Süden sind wir im Verlieren. Hat auch zu tun damit, oder wir müssen, jetzt sind wir halt wieder ein bisschen bei den Wahlen, wir Liberalen, die für die offene Gesellschaft eintreten, für eine Gesellschaft von der Chancen, die Meritokratie, von der Leistung, die belohnt wird, auch von der Offenheit, wo Träume und Talente ausgelebt werden können. Oder? Ja, vom Wettbewerb von den Ideen. Ja. Oder? Wir müssen wieder auch auf der weltweiten Skala, wir müssen für das kämpfen, wir müssen für das einstehen. Das müssen wir Amerika einstehen. Ist der wichtigste Verbündete in dem. Großbritannien ist die wichtigste. Post-Brexit, Großbritannien hat mehr für die Sicherheit Europa gemacht als die ganze EU zusammen. Das ist du bringst jetzt noch die EU ins Spiel. Das nicht brauchen. Tut mir leid. Tun wir das fast nicht ganz auf, dann müssen wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reden. Genau. Aber Großbritannien, UK, hat in der ganzen Ukraine-Auseinandersetzung so viel mehr gemacht für die Sicherheit von Europa. Da kann Deutschland und Frankreich und die EU zusammenpacken. Mhm. Das ist echt bemerkenswert. Es geht eben nicht darum, dass man ein grosses Wort über europäische Integration verliert. Manchmal muss man einfach auch etwas machen. Und das ist auch liberal. Einfach etwas mal machen. Und die Briten haben sehr viel gemacht für die Freiheit von den Ukrainer und für die Sicherheit von Europa. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und irgendwann tun wir das sicher noch diskutieren. Georg Häsler, merci für den Besuch. Was a pleasure. Und alles Gute. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentieren, es weiterempfehlen. Und wenn ihr ein Feedback habt, schreibt an mich dominik.feusi@nebelspalter.ch. Schaltet wieder ein nächste Woche, wenn wir wieder einen Gast haben. Und ich kann euch sagen, wer das ist. Der Cedric Wermuth, Co-Präsident der Sozialdemokratischen Partei. Möglicherweise ist er dann schon Bundesratskandidat. Das werden wir nächste Woche an diesem Tisch besprechen. Merci fürs Zuschauen. Gute Zeit.